Fliegt man über den östlichen Atlantik, dann entdeckt man nur wenige Inseln. Manche sind klein und unbewohnt, wie dieser Felsen im Atlantik, der zur portugiesischen Inselgruppe der Ilhas Silvestres gehört, wo der Pirat William Kidd einen sagenumwobenen Schatz vergraben haben soll. Doch die wenigen Inseln verlieren sich in der Weite des Ozeans. Erst viel weiter südlich, vor der Küste Afrikas, ragt eine bewohnte Inselgruppe aus dem Atlantik, der Kanarische Archipel mit seinen 7 Hauptinseln. Unterwegs auf dem 18. Längengrad, 200 Meilen nördlich vom Wendekreis des Krebses, steigen unter einer weißen Wolke bald die Umrisse einer entlegenen Insel aus dem Meer, El Hierro. Der windige Hafen wurde in den letzten Jahren weiter ausgebaut und mehrmals wöchentlich verkehrt eine Fähre zu den anderen Kanaren,